Ja, ich grüße Sie aus Vorarlberg, dem Bildungshaus Bad Schunz. Es ist ein Ort in der Nähe von Feldkirch. Das Bildungshaus befindet sich in der Trägerschaft des Werkes der Frohbotschaft Bad Schunz, einem Säkularinstitut von Frauen. Das Thema, das uns in den nächsten Minuten beschäftigen wird, lautet die Bergpredigt als mystischen Text verstehen. Ein Impuls für diesen Gedanken kommt von Roman Siegenrock, emeritierter Professor für Dogmatik in Innsbruck. Er fragt, ob nicht die gesamte Bibel als mystischer Text zu verstehen sei. Die Mystik insgesamt als Thema zu entfalten, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich will einen Zugang anzudeuten versuchen. Die Konsequenz eines solchen Ansatzes ist, dass die Texte in besonderer Weise das Innerste der Lesenden und Hörenden ansprechen und berühren, sie in einem unmittelbaren Wandlungsprozess einbinden wollen. Die Wechselwirkung von außen nach innen und von innen nach außen zeigt sich auch in der Bergpredigt. Der Zugang zur Bibel fällt heute vielen Menschen schwer, weil sie die Bibel zu sehr mit moralischen Anforderungen, du solltest, du müsstest, in Verbindung bringen. Die mystische Lebensleseweise spricht die inneren Quellen des Menschen an. Solches Erkennen bzw. solche Einsicht verwandelt menschliches Selbstverständnis und das Handeln. Ergriffensein von einer Botschaft, von diesem Wort, führt zu einer neuen Sicht des Lebens und daraus wächst neues Handeln. Biblische Texte sind keine moralischen Anweisungen, sondern wollen das Herz berühren und bewegen. Zwei Beobachtungen begründen für mich in besonderer Weise den mystischen Zugang. Ein erster, der besondere Rahmen, in dem die Rede eingebettet ist. Und zweitens, die innere Struktur des Textes selbst in Verbindung mit der Sprache und den Bildern. Zum Ersten der Rahmen. Die Bergpredigt beginnt mit folgender Einleitung. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach. Jesus sieht die vielen Menschen. Jesus hat Menschen vor sich, die zu einem großen Teil von Not und Elend geplagt sind. Mehr als 90% der damaligen Bevölkerung lebten an der Grenze des Existenzminimums. Es durfte nichts passieren, sonst drohte Not. Eine solche Situation macht Menschen krank, oft gewaltbereit. Sie sind von römischen Soldaten, Besatzern umgeben. Es herrscht die Angst vor Aufständen mit viel Blutvergießen. Herausfordernde Zeiten bedürfen besonderer Antworten. Der Evangelist Matthäus zeichnet das Bild von Jesus am Berg. Damit erinnert er an Moses, der auf den Berg geht und dort die Begegnung mit Gott sucht und erlebt. Moses sah Gott von Angesicht zu Angesicht, eingehüllt in die Wolke. Die Wolke als Bild für eine Erfahrung. Man spürt die Gegenwart, kann sie aber weder greifen noch fassen. Ähnlich ist es mit Gott. Er ist da, ohne dass wir ihn berühren oder fassen könnten. Die Erfahrung auf dem Berg Sinai hat Moses verändert. Sein Antlitz strahlte. Sein angesprochenes Inneres wird sichtbar. Wir erinnern uns, Matthäus schreibt einer judenchristlichen Gemeinde. Diese Erfahrung ist jedem Tora-Lesenden vertraut. Wenn Jesus nun auf einem Berg zu sprechen beginnt, wird deutlich, Gottes Gegenwart ist angesagt. Nicht nur für ihn, sondern für alle, die Anwesenden und die jetzt heute Lesenden, Hörenden. Der Beginn der Rede verstärkt dies. Da heißt es, Jesus öffnete den Mund, er lehrte, er sprach.
Der Evangelist schafft ganz bewusst einen Rahmen, um die Bedeutung dessen, was nun folgt, hervorzuheben. Anspielungen auf das schöpferische Wort Gottes und die Exodus-Anklänge wollen deutlich machen, Gottes Wirken ist jetzt präsent. Jesus öffnet den Mund. Worte. Er öffnet sich und er öffnet den Hörenden Außergewöhnliches, schwer beschreibbares. Dann Jesus lehrte. Er lehrt die Tora. Es ist eine Lehre, aber es ist mehr als eine Lehre. Für mich ausgedrückt durch beide begleitenden Begriffe, eben den Mund öffnen und das Sprechen. Es ist eine Lehre, die man nicht einfach lernen kann, sondern, wie sich zeigen wird, verbunden ist mit Erfahrung, mit sich berühren lassen, mit Miterleben und Leben. Jesus sagte, es ist das schöpferische Sprechen des Anfangs, ein Sprechen, das die Schöpfung und die Ordnung in ihr hervorbrachte. Mit seiner Rede wird das jetzt geschehen. Die einleitenden Worte weisen auf eine besondere Rede mit einem außergewöhnlichen Inhalt hin. Und am Ende der Bergpredigt heißt es dann, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Die Hörenden sind tief berührt, im Innersten angesprochen. Da hat einer aus seinem Wesen heraus gesprochen und das hat Konsequenzen. Durch Jesu Wort wird die Tora lebendig. So wird Gott und seine neue Gerechtigkeit lebendig. Reich Gottes bricht an. Der zweite Punkt betrifft die innere Struktur, den Verlauf der Bergpredigt mit besonderen Worten und Bildern. In wenigen Stichworten sei diese innere Struktur der Verlauf beschrieben. Es beginnt mit den Seligpreisungen, wird mit dem rechten Verstehen der Tora in Form markanter Thesen, Antithesen fortgesetzt, die in der Feindesliebe gipfeln. Dann folgt das Vaterunser. Das Gebet bildet die Mitte der Bergpredigt. Es ist so zu verstehen, wer in Geisterseelepreisungen lebt, die Tora in ihrer wahren Absicht bis hin zur Feindesliebe lebt, kommt mit Gott in Berührung, steht mit Gott im Dialog. Gleichzeitig kann gesagt werden, die Seligpreisungen oder die Feindesliebe sind nicht ohne Gott, ohne Gebet oder Dialog mit ihm zu leben. Aus dem Vaterunser, dem Dialog mit Gott und dem Fasten wachsen neue Haltungen. Das Vertrauen, dass Gott Sorge trägt, dass sich Menschen nicht mehr zu richten über andere erheben. Zu Richtern über andere erheben. Und alles mündet in der goldenen Regel. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das Wort der Tora kommt ins Tun. Gottes Wille wird offenbar. Diese innere Struktur versuche ich etwas detaillierter nochmals zu beschreiben. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Es sind 9 Preisungen, 3x3. Es ist die Zahl der Vollendung und der Fruchtfülle. In den 9 Seligpreisungen ist die gesamte Tora, die 5 Bücher Mose, in ihrer Fülle zusammengefasst. Das Ziel dieser 9 Preisungen, die Menschen aus all ihren Mängeln zu befreien. Eine neue Sichtweise auf das Leben. Im Weiteren der Bergpredigt werden dann einzelne Themen vertieft. Vielleicht können wir das ganze Evangelium des Matthäus als Weiterführung und Konkretisierung der Seligpreisungen verstehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Wort selig. Es gibt Versuche, das Wort anders zu übersetzen. Die Elberfelder Bibel glückselig. Die gute Nachricht, freuen dürfen sich.
oder das Buch Wahres Glück. Mit Selig ist ein besonderer Zustand angesprochen, innerer Zustand, den man nicht machen kann. Es ist ein Zustand einer tiefen, inneren, geschenkten Freude. Glück, Zufriedenheit und aufsteigende Dankbarkeit schwingen mit. Selig sein wird jenen zugesagt, die arm vor Gott sind, die keine Gewalt anwenden, die Frieden stiften oder, was jede Logik sprengt, sogar jenen, die verfolgt werden. Im Hören und Annehmen der Zusagen der Seligpreisungen kommt von Gott her einem Menschen Gutes zu. Es werden Kräfte der Resilienz frei. Das Seligsein erfasst und umfasst den ganzen Menschen. Unmittelbar auf die Seligpreisungen folgen die Bilder: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Menschen, die aus dem Geist der Seligpreisungen leben, wirken wie Salz bei Speisen. Salz gibt den Speisen Geschmack und macht sie genießbar. Menschen, die aus dem Geist der Seligpreisungen leben, geben der Gesellschaft die nötige Würze, geben Geschmack. Menschen, die aus dem Geist der Seligpreisungen leben, wirken wie Licht. Sie leuchten. Sie machen das Leben hell, leicht. Sie strahlen aus, auch dort, wo Finsternis wirkt. Sie ermöglichen, dass das Leben hell wird und gefeiert werden kann. Wenn wir der inneren Struktur der Bergpredigt weiter folgen, dann werden von Jesus Thesen mit Gegenthesen beantwortet. Ihr habt gehört, aber ich sage euch, nicht nur nicht töten, du sollst auch nicht zürnen. Suche den Frieden. Wer eine Frau lüstern ansieht, begeht bereits Ehebruch. Du sollst keine Meinheit schwören. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leiste keinen Widerstand. Und wenn dich einer eine Meile mitzugehen bittet, dann geh zwei mit ihm. Und dann folgt die Zumutung der Feindesliebe. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Für die Liebe zum Feind wird im Griechischen das Wort Agape verwendet. Es geht nicht um große Gefühle für einen Feind oder eine Feindin, sondern um die hingebende Liebe, die mit Verstand und aller Kraft selbst dem Feind das Gute will, die sich müht, selbst feindlichen Menschen zum Segen zu werden oder zu sein. Wer aus dem Geist der Seligpreisungen lebt und in seiner Liebe bis zur Feindesliebe kommt, ahnt Gott, seine Nähe, sein Dasein. Das führt zum Vater. Das Vaterunser bildet die Mitte der Bergpredigt. Es ist ein Gebet. Im Beten treten wir in Beziehung mit dem Innersten unseres Daseins, mit Gott selbst. Beten ist ein Dialog. Wir sprechen mit Gott und Gott spricht zu uns. Die Anbetung wird zur Quelle des Lebens, der Liebe, der Hoffnung und auch des Glaubens. Die Liebe zum Feind führt zu Gott hin. Damit sie lebbar wird, braucht es das Gebet, das sich in Gott verwurzelt. Die Anrede drückt die Nähe Gottes zum Menschen aus. Sie gleicht einer Kind-Vater-Kind-Mutter-Beziehung. Zugleich wird mit dem Unser die Unverfügbarkeit Gottes angesprochen. Es ist nicht mein Vater, meine Mutter, mein Gott. Mit dem Unser sind alle Menschen in die Beziehung einbezogen. Es ist der Vater und die Mutter aller Menschen, die Mutter und der Vater der Familie, der Freundinnen und Freunde, der Ungerechten, der Bösen und der Feinde.
Die Schöpfungserzählung klingt durch. Die Bergpredigt ist ein Weg in die Mitte hin zu Gott Vater bzw. Gott Mutter. Es ist ein Weg in das Geheimnis unseres Lebens. Das Gebet ist die große innere Quelle, aus der Kraft, Lebendigkeit, Freude und Menschlichkeit hervorgehen, aus der die Haltungen der Bergpredigt zu leben beginnen. Dann heißt es, dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dahinter steht viel Loslassen. Wir können es im Zusammenhang mit der Feindesliebe verstehen. Sie gelingt nur in Verbindung mit viel Loslassen. Und mit der Bitte, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben, wird der Hauptgedanke vom jüdischen Fest Yom Kippur aufgegriffen. In Gott wird alles versöhnt. Es folgt dann eine weitere Quelle für die Reinheit und Lebendigkeit eines Menschen, das Fasten, unmittelbar nach dem Vaterunser. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das Fasten in Richterhaltung trägt dazu bei, dass der Körper gereinigt, geheilt wird, gestärkt, aber ebenso der Geist und die Seele. Ein Leben aus der inneren Mitte, dem Vater unser, trägt zum Grundvertrauen bei, dass Gott für jeden Menschen, auch für mich, sorgen wird. Die Sorge um Nahrung, Kleidung und Ansehen verlieren an Bedeutung. Es wirkt der einengenden Ich-Verfangenheit entgegen. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Deine erste Sorge sei Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Sorge dafür, dass den Menschen Würde, Achtung und Respekt zukommen, dass sie eine Grundlage zum Leben haben. Dann wirst du entdecken, wie das Leben für dich zu sorgen beginnt. In der Sorge um andere beginnt das Leben für dich selbst zu sorgen. Richtet nicht. Gebet und heilsames Fasten bewirken noch etwas. Der Verzicht auf jedes Richten oder Verurteilen von Menschen. Auch Vertrauen ins Gebet. Mit der Verwurzelung in Gott wächst Vertrauen. Bittet und es wird euch gegeben. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Die Bergpredigt verwandelt das Verhalten gegenüber Mitmenschen. Die Quelle neuer Haltungen. Die goldene Regel als Ziel. Alles, was ihr wollt, was euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Ein neuer Maßstab wird deutlich. Den anderen mit den Wünschen, Erwartungen und Anliegen wahrzunehmen, als wäre ich es selbst. Will ich dann jemanden anschreien, mucken, übel nachreden, oder Ähnliches. Wir können Menschen nur gerecht werden, wenn wir uns in sie hineindenken. Um das zu lieben, bedarf es des Betens und Fastens. Zusammenfassend spricht Jesus mit dem Bild vom Hausbau nochmals alle an und will ihr Herz erreichen. Wer seine Worte hört und danach handelt, baut das Haus des Lebens auf Fels. Menschen, die das Hören und Handeln verbinden, stehen auf Fels, Bild für Gott, rüsten sich gegen Verführung und Manipulation, sind von Gott mit Lebendigkeit beschenkt. Menschen, die Jesu Worte hören und danach handeln, werden zu Fels, zu sogenannten Petrusern. Sie haben Stand, stehen mit beiden Beinen da, sind keine Fahnen im Wind, bauen ihr Lebenshaus auf Fels.
Danke soweit. Ich bitte nun, Fragen und Anmerkungen in den Chat zu schreiben, dann können wir noch in den Austausch kommen.